Zeitreise mit Sido. Zurück in seine Kindheit, zurück in den Osten Berlins. Denn mit seiner neuen Single Hey Du macht der Rapper es öffentlich. Sido ist ein Ossi. Pass auf, ich erzähl dir was, damit du nicht mehr traurig bist. Etwas, das für dich bestimmt wirklich ziemlich unglaublich ist. Ich bin im Osten aufgewachsen. Ja, du hörst richtig. Doch das... Jahrelang hat er es geheim gehalten. Für uns fährt Sido noch einmal dorthin, wo er herkommt. Als Paul Hartmut flieht er aus Ost-Berlin mit seiner Mutter und seiner Schwester wenige Tage vor dem Mauerfall, landet im Asylantenheim. Eine Zeit, an die er mit gemischten Gefühlen zurückdenkt. Man kann jetzt nicht von mir erwarten, dass ich die Zeit so lobe und sage, es war eine wunderschöne Zeit und so. Natürlich will man da irgendwie weg. Und so krass kann ich mich daran nicht erinnern. Ich war 9 Jahre, 10 Jahre oder so. Deswegen. An einige Details kann sich der 28-Jährige aber noch gut erinnern. Zum Beispiel an die Freude über Dinge, die er bis dahin nicht kannte. Wir hatten einen Videorekorder auf dem Zimmer, der war nicht von unserer Familie, den hatte eine andere Familie da. Aber mein Vater hatte einen Videofilm schon, irgendeine lustige Robin Hood-Verfilmung. Den Film habe ich bestimmt mindestens 3-mal am Tag gesehen, wenn ich nichts zu tun hatte, saß ich eben da. Wenn der Film fertig war, konnte man wieder zurückspulen und den Film nochmal gucken. Ich fand das, also der Videorekorder war für mich schon eine krasse Erfindung, als ich dann hier drüben war. Um dem tristen Alltag des Asylantenheims zu entkommen, diente außerdem der nahegelegene Spielplatz. Aber trotzdem, frei fühlte sich der neue Westberliner auch hier nicht. Ich wusste nicht, ob ich das jetzt hier frei sein soll, weil so schön, so gut ging es mir nicht. Ich meine, frei und gut gefühlt hätte ich mich wahrscheinlich eher, wenn ich viele Freunde gehabt hätte und viel draußen gewesen wäre. Mal auch, wenn es so warm ist, an See fahren mit den Jungs oder was auch immer. Sowas hatte ich zu der Zeit nicht. Ich habe es sehr schwer, Anschluss zu finden. Heute allerdings ist Sido die Attraktion am Spielplatz. Man kennt den Rapper, auch ohne Maske. Die will er auch so schnell nicht mehr aufsetzen. Also diesen ganzen Film, den Agro Berlin auch gerne mit mir gefahren hat. Also wenn es nach Agro Berlin gegangen wäre, würde ich jetzt bestimmt immer noch die Maske tragen mit so Kapuzenjacken, mit so Fell dran und so, weißt du, diesen ganzen Kram. Aber ich meine, ich bin jetzt mittlerweile fast 30 Jahre alt und ich versuche schon, dass meine Musik sich immer nach mir anhört, also möglichst authentisch ist. Und ich meine, ich bin nicht mehr der Typ, der ich früher war, als ich noch hier im Asylantenheim gewohnt habe und so. Ich meine, ich hoffe, dass ich habe den Anspruch, dass meine Musik immer genauso ist wie ich. Wir dürfen also gespannt sein auf das, was uns ab dem 30.10. auf dem neuen Album Agro Berlin erwartet. Aber auch auf das, was Sido noch so alles vorhat. Irgendwann will er nämlich auch ein richtiger Spießer werden. In 10 Jahren habe ich hiermit nichts mehr zu tun. In 10 Jahren gebe ich nie wieder ein Interview. Da sitze ich nur noch in meinem Haus am See, am Wasser unten. Also ich habe so ein Haus am Wasser auf jeden Fall. Da sitze ich dann in meinem Liegestuhl. Vielleicht baue ich mit meinem Kind eine Schaukel aus Holz und meine Frau hängt die Wäsche auf im Garten im Sonnenschein und so. Ich hoffe, dieses Lied wischt deine Tränen weg. Hör zu!